Als Naturrechtler halte ich ohnehin den Staat für die Quelle des Unrechts schlechthin. Deswegen ist es für mich völlig klar, dass kein Staat für die Wahrung des Rechts das Beste wäre. Da wir das aber nicht haben können, vermutlich in den nächsten Jahrtausenden nicht, ganz bestimmt aber nicht in unser aller Lebenszeit, sollten wir wenigstens danach trachten, dass der Staat möglichst wenig Einfluss in unser aller Leben hat. Wem die Wahrung des Rechts nicht als Grund genügt, dem möchte ich hier einen Gedanken nahebringen, warum ein Staat umso weniger schlecht ist, je kleiner er ist. Fehler. Alle Menschen machen Fehler. So weit, so normal. Für einen einzelnen Menschen ist es allerdings außerordentlich schwierig, mit einem Fehler ganze Katastrophen auszulösen. Klar, es sind Szenarien denkbar, aber generell sind Fehler von einzelnen Personen Fehler, die dann auch nur Einzelne betreffen. Beim Staat ist es ganz anders. Da multipliziert sich ein Fehler und je stärker der Staat, umso stärker wirkt sich der Fehler aus. Wenn ein Einzelner ein Arschloch ist und ein Problem mit Redefreiheit hat, dann ist das ein sehr kleines Problem. Wenn der Staat ein Arschloch ist und ein Problem mit Redefreiheit hat, dann hat das gravierende Auswirkungen, denn dieses Arschloch hat dann bewaffnete Schlägertruppen und intellektuelle Nutten, Zitat Büchner, auf seiner Seite, die dann die Freiheit aller Menschen zerstören. Und es bleibt ja niemals bei der Redefreiheit.